So, Freunde, wir ziehen uns rein von Mixo und McLeod, frag mich nicht. Featuring Jamule und Nemo, ja, Mixo und McLeod, das einzige Producer-Duo, glaube ich, wo die Rapper als Feature angegeben sind und sie nicht einfach als Producer. Coole Entwicklung eigentlich, dass auch die Producer mal so ein bisschen mehr Hack bekommen, mehr Aufmerksamkeit bekommen. Feier das ganze Ding eigentlich sehr. Habe den Song jetzt tatsächlich noch nicht gehört, obwohl es jetzt schon ein paar Tage draußen ist. Ich habe auch gesehen, der ist auf 1 in den Charts. Ich habe ihn extra mal geskippt und so, damit ich hier noch eine First-Time-Reaction habe. Bin mal gespannt drauf, warum er auf 1 ist. Let's do it, Freunde. Let's do it. Ich gehe einfach mal durch die Kombination Jamule und Nemo von einem absoluten Ohrwurm-Hook und einer geilen Melodie aus. Mixo McLeod dazu noch. Passende Produzenten. Wahrscheinlich einfach eine absolute Hit-Melodie mit einer geilen Hook, ne? Gehe ich einfach mal sehr stark von aus. Diese Intros immer, ne? Die Intros sind immer sehr, sehr wild. Okay. Es ist besser, wenn du nicht weißt, wo ich gestern Nacht war. Also bitte frag mich nicht. Jamules Stimme ist auch einfach Hammer, Mann. Ob er jetzt seine höhere, so wie hier, so ein bisschen sanftere Stimme oder seine tiefere, männlichere Stimme so benutzt, klingt eigentlich immer fresh. Ist immer nice, klingt direkt geil. Es ist besser, wenn du nicht weißt, wo ich gestern Nacht war. Also bitte frag mich nicht. Denn nice. Es endet immer im Streit, doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Hey. Kann verstehen, dass du mir nicht vertraust. Ich weiß selber nicht mal, was ich brauch. Ja, es endet immer im Streit, doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Ja, Ohrwurm Hook predicted. War auch nicht anders zu erwarten hier. Jamule, Abriss. Er macht einfach geile Hooks, der Typ. Ich hab ihn damals noch nicht, weißt du, was war das erste, was bei LEP rausgekommen ist von ihm? War das NBA? War es NBA oder war es Rooftop? Oder war es ein ganz anderer Song noch? Auch die Hook bei Hellwach, die er gemacht hat, bei PA. Digga, er hat einfach so geisteskranke Hooks schon immer gehabt. Immer im Streit, doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Kann verstehen, dass du mir nicht vertraust, aber bei mir bleibst, weil du mich brauchst. Ich dich auch. Streiten wie das Shit verbraucht, ich liebe dich so sehr, doch gerade hasse ich dich auch. Denn diesmal passt es nicht auf, was ich sage und wie ich rede. Alter, Beat ist schon geil gemacht, das kann man auch nicht anders sagen, Alter. Ist schon echt nice. Es ist halt, also jetzt vom Inhalt her, es ist halt so dieses typische, ne, Beziehungsdrama, Love-Gedöns, so, das kommt jetzt nicht so emotional natürlich rüber, bei so einer Melodie und so einer, ich sag mal, auf Hit getrimmt, ohne das jetzt böse zu meinen, auf so einem Hit getrimmten Song kommt das natürlich jetzt nicht krass emotional rüber, so ein Thema hier, ne. Ich liebe dich so sehr, doch gerade hasse ich dich ab. Denn diesmal passt es nicht auf, was ich sage und wie ich rede. Komm ich dich, wenn du mich vermisst, auf Wiedersehen. Bin lost irgendwo, mit irgendwem. Aber du weißt, dass ich morgen vor deiner Türe stehe. Hey, hey, hey. Ja, ich bin wahnsinnig. Digga, das Video ist auch maximal Panne, wirklich. Also, das Video finde ich aber ganz witzig, tatsächlich. Es ist genauso schön Panne, dass ich es mag. Hey, hey, hey. Ja, ich bin wahnsinnig. Doch ich war auf alles, ich war nicht im Atemist. Ich hab keinen Plan, warum es ausgeartet ist. Doch alles wird gut, wenn wir zwei uns in die Arme nehmen. Doch alles wird gut, wenn wir zwei uns in die Arme nehmen. Lass mal schlafen gehen, besser ist, du fragst mich nicht. Es ist besser, wenn du nicht. Ja, cooler Part auch von Nemo, fand ich ganz nice auf jeden Fall. Ist halt einfach von der Melodie, bleibt überkrass im Ohr hängen, also wirklich. Mixo McLeod wissen halt auch genau, ne, bei der Kombo jetzt, Jamule und Nemo waren da, wahrscheinlich haben die alle zusammen genau gewusst, Alter, das wird ein Hit. Die Melodie passt mega gut, so bleibt mega im Ohr hängen, ne. Ist, du fragst mich. Beziehungsweise im Kopf hängen, ja. Im Ohr hängen, ja moin. Nicht, es ist besser, wenn du nicht weißt, wo ich gestern Nacht war. Also bitte frag mich nicht. Denn es endet immer im Streit. Doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Hey, kann verstehen, dass du mir nicht vertraust. Ich weiß selber nicht mal, was ich brauch. Ja, es endet immer im Streit. Doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Yeah. Du weißt doch, was. Hey, die Hook ist mega nice. Hook ist mega der Ohrwurm. Finde ich jetzt auch nicht irgendwie
krass, so möchte gern Mainstream oder unangenehm oder ist ja auch kein ekelhafter Autotune in 80-facher Höhe drauf oder was auch immer. So ist einfach ein angenehmer Hook, die einfach mehr gut im Ohr hängen bleibt und passt auch jetzt gerade so. Jetzt haben wir ja gerade mal ein paar wärmere Tage so. Das passt ganz gut rein. So wäre schön, wenn es jetzt mal ein bisschen wärmer bleiben würde. Aber typisch deutsch wird es ja wahrscheinlich jetzt erstmal wieder kälter. Aber passt gerade zumindest am heutigen Tag, wo ich das gucke, zum Wetter auch, der Song so. Zum etwas sommerlicheren Wetter. Du weißt doch, was ich mein. Hey, einmal lachen und dann weinen. Tausende Nachrichten, die du schreibst. Sag mir endlich, wann geht das vorbei? Bin im Studio, mach Hits. Während du denkst, ich bin mit einer Bitch. Du willst mich lieben, doch du hast mich. Nein, ich mach das nicht mit Absicht. Immer diese Kopfix, das ist toxisch. Du bist, was ich brauch, Babe, und manchmal doch nicht. Glaub mir, was ich sag, kenn ich auf den Gossip. Ja, ich bin am Start, wenn du wieder los bist. Es ist besser, wenn du nicht weißt, wo ich gestern. Ja, das ist halt jetzt kein Song, wo ich hier krass inhaltlich irgendwelche Lines analysieren kann oder so. Das ist halt einfach nur, die Parts sind ganz cool gerappt und so und der Beat ist nice und es ist auch kein absoluter Bullshit oder so. Im Prinzip sind die Parts einfach nur da, um danach wieder, dass die Hook wieder da ist. Man wartet eigentlich auf die Hook, weil die ist geil, die bleibt im Ohr hängen, die geht gut nach vorne. Aber es ist ein geiler Song. Ja, ich bin am Start, wenn du wieder los bist, ja. Es ist besser, wenn du nicht weißt, wo ich gestern Nacht war. Also bitte frag mich nicht. Denn es endet immer im Streit. Doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Hey, kann verstehen, dass du mir nicht vertraust. Ich weiß selber nicht mal, was ich brauch. Ja, es endet immer im Streit. Doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Yeah. Das Video ist so geil. Das ist so bescheuert, ich feiere das. Ich feiere das, wenn die einfach nicht einen auf Ernst hier machen oder so, oder auf krassesten Gangster oder so, sondern einfach Scheiße bauen hier. Finde ich mega lachig. Nice one. Cooler Song auf jeden Fall. Jetzt kann ich noch eine Playlist packen und so, nachdem ich ihn jetzt endlich gehört habe. Auf jeden Fall geiles Ding. Leute, ihr wisst Bescheid, supportet, aber das macht ihr wahrscheinlich sowieso, wie ich gesehen habe, an der Chartplatzierung. Gönnt auf jeden Fall, Support ist kein Wort und ansonsten bedanke ich mich jetzt einfach vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, spannenden Tag, Freunde. Bis dann, macht es gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.